bin stolz auf mich. I see. That explains why the yellow turbans had been infused with demonic chi. This reminds me of something. I'm sure I had it somewhere around. Here. Here we are. Elixir is formed of chi, and to create a genuine brew, an immense quantity is needed. A quantity near impossible to gather without a huge loss of life, such as that which is caused by war or disaster. Gathering it also requires a vessel, an elixir field housed within a human. But not just any. Only the elixir field of a descendant of a lineage blessed by dragons may prove sufficient. Dafür braucht er den Blinden. I think we can reasonably conclude that the genuine elixir is connected to the current disturbances. Master, have you any idea who the Taoist atop the dragon was? There are more than a few Taoists who wouldn't flinch at such foul things. But to find out who it is, we may simply need to track down the source of demonic chi. Then our next destination is... The capital. There is a high official in Luoyang, regarding whom there are countless unsettling rumors. Lubu. Lubu? Let's set off. Lubu? It's Lubu? You must be careful. And keep an eye on Hongjin. It's certainly Lubu. She has a reckless side. Perhaps it runs in the family. Huh? Huh. Gut. Hirschfoxvieh. Kann ich gut verstehen. Vor allem ungefragt, da in einer WhatsApp-Gruppe geschubst zu werden, ist doof. Deswegen habe ich nur meine Kontakte erlaubt, mich mit irgendeiner Zustimmung, mich mit meiner Zustimmung zu einer Gruppe hinzuzufügen. Mhm. Ich werde ihn, nein, er ist nicht in der Gruppe und seine Baldfrau anscheinend auch nicht. Versuchen zu erklären, warum ich dann nicht dabei sein will. Und dabei hatte ich gehofft, dass ich diese scheiß soziale Angst hinter mir habe. Ich glaube, es ist aber nicht nur soziale Angst, weil ich, allein die Tatsache, mit 10 unbekannten Frauen irgendwo zu sein, das hat nicht was mit sozialer Angst nur zu tun, sondern das ist schon echt hart. Das ist wirklich hart. Ich spreche mit Su Chi im geheimen Dorf, um auf diverse Funktionen zuzugreifen. Parameter zurücksetzen, sieh dir seine Fähigkeiten an und ändere Zuweisungen. Auszeichnungsbelohnungen, tausche deine Auszeichnungen gegen Ware und andere Belohnungen ein. Ah ja. You've come. Was heißt denn eigentlich Willensdauer? Für die Dauer, für die hoher Wille gehalten werden kann. Wille ist doch das in dem Kreis. Oder nicht? I trust you'll be back. Wille ist ein wichtiger Wert im Kampf. Er steigt, wenn du einen Gegner angreifst oder erfolgreich blockst. Nein, das ist der da unten.
Will erlaubt dir auszuweichen, zu blocken, Kampfkünste auszuführen und Zauber zu. Okay. Das ist der Wille. Das ist der Wille. Das ist der Weg. Moin, Cosmic. Hallöchen. Naja, freiwillig im Haifischbecken schwimmen mag keiner. Würde da nicht mal so soziale Angst vorschieben. Man geht auch nicht Wissen mit einem Messer zu einer Schießerei. Hätte denselben Effekt. Ja, vor allen Dingen halt ein Junggesellenabschied ist schon echt hart. Das ist wirklich hart. Damit kriege ich mehr Willen durch Angriffe. Hiermit kriege ich mehr Willen durch Blocken. Hier ist die Willensdauer höher. Die lassen wir einfach mal auf 5. Wir machen das mal auf 10. Nice. So. Erstmal so. Bin jetzt mit Hogwarts Legacy durch. Nice. Du hattest das auf 100%. Du brauchtest nur noch die Achievements, ne? Meister Schmiedehammer. Aha. Das ist aber auch nur ein Angriffsding, ne? Geste, erhebe dich hier lang. Naja, für was auch immer das gut ist, ne? Goldene Rüstungskiste. Er hatte zufällig Schwert mit 3 oder 4. Geradersäbel, Krummsäbel. Aha. Doppelsäbel. Er hatte zufällig Doppelsäbel mit 3 oder 4 Sternen. Na, schade. Ah, schade. Demons come into being. They are considered to be the lands. Breathe in blinding light. They will appear to the. Ja, ja, bla bla Geschichte. Don't ever forget the value of your life. Ja, wir haben nur die 3 Erfolge mit den Häusern, die Kartenkammer zu finden, gefehlt. Hast du es denn so gemacht, wie ich meinte, mit einem Speedrun? Oder hast du tatsächlich das ganz regulär gespielt? Ich besser erstmal die Säbel auf, die ich habe. Some more sleep. Maybe I'm overworking. Gut, die Level 3 habe ich ja schon. Level 4 hätte ich gerne gehabt. Rang 4. Oh, dann geht das auf A. Holy moly. Was ich mich ja frage, ist tatsächlich, es gibt hier unten ja noch eins mit 5, ne? Also mit einem 5. Extra-Point. Da frage ich mich ja schon, wie man den kriegt. Eisenpetum. Auch ein interessanter Name für eine Waffe. Gibt nur Level 1. Also diese Stern 1 Waffen zu verbessern, wäre tatsächlich etwa eine Frage, wie das funktionieren soll.
Nee, leider nicht. Namenloser Krieger nutzt mir auch nicht so viel. Befehlshaber der gelben Turbane. Nee. Damit kriege ich wenig Gesundheit, aber dafür die Willenverbrauchsrate beim Blocken ist noch geringer. Damit kriege ich auch plus 1, damit kriege ich auch plus 1. Pedro Pascal habe ich zuerst in Game of Thrones gesehen, nicht GOW, mein Freund. GOW ist was anderes. Ist das der Schlüssel gewesen? Nein. If I had, it's only a guess. Ja, aber ich habe doch einen Schlüssel. Sie meinte doch auf dem Berg. Ich dachte, das ist der Schlüssel. Hä? Wo war denn eine zweite verschlossene Tür? Moment. Das filigrane Schmetterlingsdesign zeigt die Sorgfalt mit der Schlüssel zur Behausung der Duistin im versteckten Dorf. Muss ich den einfach vor ihr hinwerfen? Nee. Komisch. Ich muss leider zugeben, dass ich Pedro für optisch echt lecker halte. Wieso musst du das zugeben und warum... Sorry? Nee, warte, warum leider? Das macht keinen Sinn bei mir. An interesting read. Hurry back if you find more. Aber was kriege ich denn dafür? It's no wonder. Nichts. Ich kriege einfach nichts von denen. I assure you, you're steady. Dann geben wir dem mal nochmal diesen goldenen Beetle. Hey, I've been waiting for you. You know, this numbing sensation on my tongue. Okay. Aber... Erhöht bei Benutzung den Moralrang und den Willensgewinn. Lässt aber den Willen langsam schwinden. Einen wunderschönen guten Abend, Schlitz mit Spalter. Ah, ich liebe Twitch-Namen. Sehr geil, sehr geil. Ihr könnt auch schreien, jo Pedro, der darf hier rein, aber sowas von. Aber das hat jetzt nicht das übliche Niveau. Bei dem Namen Pedro muss ich an den Typen aus Napoleon Dynamite denken. Napoleon Dynamite. Was war das nochmal? Irgendwie klingelt da was, aber ich habe gerade nichts im Kopf dafür. Ich habe echt keine Ahnung, wo der Schlüssel hin muss, ne?
Also ich habe jetzt einen und die Dame meinte ja auch, auf dem Berg ist der Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel vom Berg, aber ich kann damit keine Tür öffnen. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Mir geht's super, wie geht's dir? Tja, ich habe einen Schlüssel, der zu keiner Tür passt. Ich möchte das mal anmerken, der passt zu... Oh. Tschüss. Keine Tür. Der will die goldenen Insekten nur haben, um sich einen Trip zu verbessern. Nee, er glaubt, dass die goldenen Insekten der Weg für ihn sind zur Unsterblichkeit. Das war nicht gewollt. Schon beinahe wie Super Mario hier. Ach, Scheibenhonig. Ist eine Filmkomödie. Napoleon Dynamite. Napoleon Dynamite. Ach, mit dem Typen. Ja doch, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Okay, habe ich vielleicht einen Spielfehler? Ist das vielleicht ein Spielfehler? Oder brauche ich dafür beide Schlüssel? Naja. Ich würde sagen, wir gehen nur zur nächsten Mission. Wir werden jetzt eh nichts dran ändern können. Wie weit muss man in die Story sein, um das Dorf mit der Schmiede freizuschalten? Die dritte Map. Du musst die dritte Map fertigstellen, glaube ich, war's. Hey, that's it. My key. Thank you so much. You don't know how much this means to me. Wow. What? Ich hab den Schlüssel schon die ganze Zeit. Oh Mann. Genau. Ich guck gleich mal nach. Ich kann gleich mal nachgucken an dem großen Banner. Ich meine, es war Tutorial Welt 1, 2, 3. Du musst den Chef der gelben Turbane besiegen. Ja, und dafür brauche ich den anderen Schlüssel. Richtig. Tolle Wurst. Achso, wir können vielleicht mal mit ihr reden. Was sagt's denn jetzt? I just... You see, I also... Where did I put it? Where did I put it? When I dropped it? I feel like it was somewhere dark and cramped, but... Again, that's just a guess. Bitte einmal nach vorne beugen. Der Onkel Doktor guckt mal am dunklen Ort, ob der Schlüssel da ist, okay? I left all of my household items. I can't even prepare food. When I... But again... Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uiuiuiui. Zip, 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 zip. Horny Hot Avengers Assemble. I've heard the rumors about him, of course. Could the high official master spoke of be the famous Zhang Rong? Okay, es ist Zhang Rong. Es ist doch nicht Lubu. Let's set off to Luoyang straight away. We'll break into the residence and find out what we need to know. Okay. Let's go. Bei dem Streamer wundert mich der Chat auch nicht mehr. Wir haben ihn verdorben. Immer in der, was? In der Knasttasche. Looky, looky machen. Naja, sie sagt ein cramped dark place, wo du einen Schlüssel verstecken kannst. Also, ich würde sagen, das ist nicht ganz weit davon weg. Klatschender Gummihandschuh, das könnte etwas unangenehm werden. Nein, wir sind ganz nett. Das würde ich unangenehm.